Moin Jungs, Grüße hier. Ein paar Leute haben mich mal darauf angesprochen, dass die mal gern Heavy Support Build oder Guide oder so sehen wollen. Jetzt zeige ich euch mal einen. Also klasse, wie gesagt, Heavy Support. Und als Primary Waffe nehmen wir natürlich die Minigun. Ja. Hat standardmäßig jeder Heavy Support. Als Munition, als Ammo-Typ wählen wir die Full Metal Jacket aus. Ist halt so ab Wave 9 kommt es dann halt richtig ins Spiel. Ja, größere Hunde etc. pp. Ja, die dann halt mehr Damage durch den Piercing-Schaden bekommen. Und wenn die Gegner halt in einer Reihe laufen, schießt man auch immer schön durch. Als Power-Ups nehmen wir dreimal den Nachladebooster. Ja, also 12% weniger Nachladezeit. Dafür geht aber dann halt unsere Armor-Resistenz runter. Also wir haben eigentlich 20. Geht auf 5% runter. Ist nicht ganz so optimal, aber für unseren Bild hier ist es ist mir lieber, wenn ich ein bisschen schneller nachladen kann. Ja. Als Secondary Waffe entweder die FES 18 oder die Pistole, das kommt auf euch an. Ja. Auf jeden Fall lauft ihr mit einem von diesen beiden halt schneller, da wir recht langsam sind, wollen wir halt schneller Movement Speed haben. Also ihr müsst euch da aussuchen, was ihr wollt. Eine Pistole, wenn ihr ein Team habt, was euch gut beschützt. Wenn ihr irgendwie Angst vor Hunden etc. habt und mal nachladen müsst oder so, ja, dann ist die Shotgun natürlich immer ganz nett zu haben. So, jetzt kommen wir zu den Skills. Als erstes nehmen wir das Wild Armor System. Also für jeden Teammember, der um euch rum ist, bekommt ihr extra Rüstung dazu. Ja, in einem gewissen Radius. Auf Max Level 15 Meter, wie ihr lesen könnt. Und 14 Armor pro Teammember. Ja, also das heißt, hier oben, das In-Game, ja, wenn Leute um euch rumstehen, wird größer. Also die Zahl erhöht sich. Und das ganz Wichtige dabei ist, dass eure Munition, also ihr verschießt keine Munition, sondern ihr verschießt sozusagen eure Rüstung. Ja? Ihr habt 160 Rüstung. Wenn ihr den Skill aktiviert, dann verschießt ihr sozusagen eure Rüstung und eure Munition wird nicht angefasst. Ja? So lange, bis ihr keine Rüstung mehr habt. Danach verbraucht ihr erst Munition. Sehr wichtig. Als zweites haben wir das Suppressive Fire Device. Auf Level 5 bekommen wir dadurch 90 Attack Speed mehr. Ja, 90%, das ist sehr, sehr viel. Und das Ganze reduziert dann unsere Bewegungsgeschwindigkeit. Das heißt, wenn ihr diesen Skill aktiviert und anmacht, werdet ihr sehr, sehr langsam. Ja, noch langsamer als vorher. Aber da kommen wir gleich zu. Als nächsten Skill nehmen wir dann das Suppressed Target Device. Ihr verliert ein bisschen Schaden, ja, wir machen ja so oder so nicht so viel. Aber es slowt halt die Gegner. Ja? Also ihr vergrößert sozusagen eure, wie sagt man das? Ihr vergrößert euren Feuerwinkel, ja, also die Kugeln, die sprayen mehr durch die Gegend. Ja? Und das Ganze in Kombination dann mit dem Armor Link, also dass ihr eure Rüstung verschießt, ja, und mit dem 90% Attack Speed, das ihr durch den anderen Skill, durch das Suppressive Fire Device bekommt. Ihr könnt euch dann zwar nicht mehr wirklich bewegen, ja, aber der Sinn dieses Bild ist, ihr aktiviert alle drei Skills und ihr schießt einfach nur so schnell und trotzdem, dass ihr weniger Schaden macht, es kommt einfach nichts an euch ran, also wirklich nichts, ja, und wenn halt doch schnell auf die Shotgun switchen oder eure Teammember machen das Ganze halt für euch, also das ist ein wirklicher Support-Bild, ja, wenn man das ein bisschen übt, dann ist der wirklich ziemlich, ziemlich stark. Ich versuche euch das jetzt mal zu zeigen. Und ja, wir sehen uns dann gleich in-game. So, gleich mal die Munition hier geschnappt. Hey. So, ich zeige jetzt mal das Wild Armor System. Jetzt geht einfach mal zwei Punkte rein. Ich aktiviere den Skill und mache jetzt einfach mal an. Ihr seht, dass meine Rüstung geht runter. Ja? Solange dieser Skill aktiv ist. Und wenn ich schieße, wie jetzt, meine Rüstung. Ja? Sobald die Rüstung leer ist und der Skill ausgeht, verbrauche ich meine Munition. Ja? Ganz easy. So, wir skillen jetzt mal eben um. Das ist jetzt ein Suppressed Target Device. Wenn ich das jetzt anmache,
dann schieße. Ihr seht den Arc. Und ihr seht, dass die Gegner halt langsamer laufen. Ja, ihr seht so einen kleinen Effekt drumherum. So ein bisschen bläulich. Aber sind halt geslowt. Das ist jetzt leider nur auf Level 2. Deswegen sieht man das nicht ganz so gut. Ja. Aber wie gesagt, den Sinn dahinter versteht ihr vielleicht. Nachladen wir eben. Wir haben die Reload-Booster drin. Das heißt, wir laden halt nur 5 Sekunden nach. Das finde ich ein bisschen bedrängend. Ich schwitze mal eben so einen Shotgun. So, wir skillen jetzt nochmal um. Jetzt kommt das Suppress Fire Device. Wir aktivieren das. Ja, wir laufen sehr, sehr langsam, wie ihr gerade seht. Wenn ich das jetzt anmache, ich schieße wesentlich schneller. Ja. Sieht man vielleicht nicht so gut. Müsste ich mal eben wieder ausmachen. Und ich sehe gerade, hier ist ein Bug. Jetzt machen wir nochmal alles zusammen. Ich lasse den armen Morty da jetzt mal. Müsste mal eben allein zurechtkommen. Ich warte jetzt noch, bis der Skill sich wieder aufgeladen hat. Flares, wenn ihr das sieht. Sprint jetzt nochmal eben. Ah, okay, hätte ich vielleicht anlassen wollen. Shit. Jetzt sind sie daraus gespawnt. Ich aktiviere jetzt mein Suppressive Fire Device. Mehr Attack Speed. Dann noch diesen hier. Und jetzt gehe ich in diesen Armor Drain Modus. Und praktisch gesehen schieße ich alles ziemlich schnell über den Haufen und bezahle dafür halt. Ja, also man bezahlt dafür halt nichts. Und ja, das kommt in älteren Raves, ist das sehr, 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 sehr nett. Ja, Hunde zum Beispiel können euch nicht mehr so einfach fressen, weil ihr sie einfach, slowt. Ja? Euer Sniper zum Beispiel kann dann ganz einfach drauf schießen. Ja, kann es nochmal wegmachen. Also ein ziemlich cooler Bild. Ja, ich hoffe, ich sehe davon mal ein paar mehr in-game. Ihr könnt uns auch gerne im Video fragen, irgendwie. Wenn ihr andere Builds sehen wollt, die ich persönlich einfach mal ganz gerne mal spiele, dann ja, schreibt es einfach in die Kommentare, fragt einfach. Und ja, bis zum nächsten Mal.